Recht herzlich willkommen zur 72. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind hier drüben unterwegs mit ein paar Männchen und ja, werden jetzt unsere Leute hier schicken, glaube. Lass mal laufen. Da geht's voran. Okay, was haben wir hier? Länder. Kommen wir nehmen. Okay, wollen wir nicht. Was haben wir sonst noch hier so? Okay, das ist ein Angebot von der Staatsehe von Österreich. Akzeptieren wir. Aha, gut, da ist einer gestorben gewesen in den Reihen. So, unsere Leute werden gerade mit Schiff rumgebracht. Das sind Dingens. Hier haben wir eine Debatte, die wir lostreten können. Koloniewachstum. Ja. Tja. Machen wir das. Im Hintergrund ist jetzt erstmal was anderes noch hier. Okay, oh nein, gewonnen, alles super. Nur 0% zur Zeit, okay. Das machen wir. Können wir auch verlieren, auch egal. Korruption können wir machen. Meine Tradition wollen wir nicht verlieren. Administrative Macht 12, machen wir. Wenn ich noch einen, dann ist die Debatte auch schon durch, ne? Okay. Erledigt. 20% mehr. Theodor ist gestorben. Können wir da noch einen senden? Ja, wir haben einen noch gerade dazu gekriegt, ne? Weil wir sollten da einen senden. Na, jetzt ist er da unterwegs, auch egal. Großbritannien, neuer Rivale. Das ist die Frage, was wir weitermachen. Die Schiffe sind top in Schuss. Die schicke ich, glaube ich, nach England zurück. Schicken wir mal dahin. Hier noch 11 Truppen, ne? Genau. Und was ist das jetzt hier? Provence oder was? Provinzansicht. Ja, wird Provence. Interessant. Und wo ist die Provence überhaupt noch? Das ist Venedig, die ist ausgestorben. Die war ja hier unten, ne? Die haben den Krieg erklärt. Färöer ist jetzt dort Dingens. Kernprovinz. Und die anderen auch. Frieden liegen hinter uns, die Jahre. Okay. Das ist Steuerannahme minus 10%. Und da verlieren wir Stabi, können wir uns jetzt nicht leisten. Okay. Gut. Können wir noch ein paar Kernprovinzen, beziehungsweise das Dingens hier, Länderei machen. Passt. Dann müssen wir das wieder zu Kernprovinzen machen, dann ist alles gut. Was ist der rote Stuhl hier? Zu wenig Sitze im Parlament, okay. Wo war denn der Stuhl? Oder geht's hier überhaupt? Das ist die nächste Frage. Sir Robert Walpole. Na, okay.
Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Habe ich das wieder vergessen mit dem... Eigentlich war das hier oben, oder? Da ist es doch. Hat einen Sitz im Parlament. Geht doch nicht. So. Da machen wir das und ist alles gut. Oh nein. Passt. Sitz ist erledigt. Was haben wir denn hier noch? Bauernaufstände? Maßnahmen. Rebellen unterdrücken. Okay. Und bei 50% kommen wir nochmal Rebellen unterdrücken. Das haben wir erledigt. Zurück. So, jetzt ist es nur noch 30% da. Komm, zack. Die unterdrücken wir da auch noch gerade einmal und dann ist es fast durch. Forderung der Unabhängigkeit, du glaubst es nicht, ne? Und dann müssen wir nochmal Rebellen nennen. Und dann, ja. Aber schon, oder was? So, was dann jetzt unsere Rivale? Pelze, okay. So, können wir den dann auch angreifen, unseren Rivalen, wenn? Nicht genug die Tomaten, die wir gerade nutzen können, ne? Wie, die sind alle unterwegs. Frei. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Ach, wir haben Regentschaftssitz, okay. Wie lange denn? 12 ist der Kleine, noch 2 Jahre, also. Dann kommt er auf den Thron und dann geht's, ne? Gut. Dann müssen wir halt warten, ne? Institution können wir fördern. Aber so viel Geld tatsächlich. Ist ja kaum mal raus. Okay. Läuft, ne? Dann können wir noch ein bisschen was bauen. So, Geld alle. Geht nicht mehr. Doch einer geht jetzt noch. Fertig. Okay. Ja, machen wir doch mal, ne? Einer geht. 3 Teile, ich glaube, ist Portugal. 5 Prestige kriegen wir, das ist auch gut. Um Ruhen. Geht. Wollen wir nicht machen. Läuft erstmal, ne? Loyalität verliert der Klerus. Aber das. Aber wird schon wieder werden, ne? Ist das hier 80% Einfluss? Okay. Okay, die sind hier wieder geschlagen worden. Passt, ne? Irgendwann ist das da auch schon erledigt. Dauert noch eine Weile, aber geht gut voran, ne? Hier haben den Anführer, alles gut. Ja, Maßnahmen ergreifen. Naja, geht nicht. Dann lassen wir das so. Das ist aber auch niedrig, ne? Das lassen wir auch gerade so. Und dann gehen wir gucken. Geld ist 21. Wie besteigt denn unser Geld überhaupt? 3,38, okay. Wir kolonisieren gerade zu viel im Endeffekt, ne?
Nee, das kann ich gerade nicht leisten. Prestige ist aber auch doof, ne? Wir haben hier nochmal 15 und wir bekommen 10. Gut, dann nehmen wir den Kauf. Marschieren da hoch und gucken, dass wir die kriegen. Aber wir können hier gerade noch den Anführer auf jeden Fall reinnehmen. Das ändern mal die Zuteilung, damit wir da definitiv besser aussehen, ne? Haben die geschafft, okay. Aber unsere Truppen sind unterwegs. Und dann gucken wir mal, dass wir die angreifen. Sollte ja eigentlich funktionieren, dass wir die schaffen, ne? Ja. Easy going. So, Land wieder befreien und alles ist gut. Super einfach, ne? Komm, und geht weg, ihr Streifen. Erledigt. Ziehen wir die hier wieder irgendwo mit mal rein. Läuft, ne? Ein paar Verluste hatten wir. Okay, die sind gleich. Der ist fast fertig. Und da geht's ja auch vorne. Alles gut also. Ich dachte, das wäre ein See gewesen. Ist gar kein See, sondern ist ein Indianerstamm. Na dann. Das machen die ja nix, ne? Können auch mal was machen. Truppen, Schiffe, 1, 1 und hier oben 3, ne? Sind zwar nix, ne, oder? Ich glaub nicht. Ist hier Portugal drauf? Ja. Na dann. Wer ist denn hier hinten? Hamburg, okay. Frankreich. Französisch-Kalifornien oder so ist das hier wahrscheinlich, ne? Okay. Das ist Portugal. Und hier ist nochmal Spanien. Ja, können wir sowieso nichts anders machen. Pelze, okay. Gut. Hier haben wir Indianer, ne? Mittendrin. Burgund, okay. Haben wir das? Hier sieht alles frisch aus, ne? Konvertierung erfolgreich. Da haben wir jetzt ein paar Katholiken gekriegt, ne? Okay, das ist immer noch der Regentschaftsrat, aber das muss doch langsam durch sein, oder? Ja, 14 ist er, kann nicht mehr lange dauern, oder? Tja. Ja gut, würde ich aber sagen, machen wir erst hier wieder eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.